Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein geheimes Geheimrezept, nämlich das sagenumwobene Rezept der Big Mac Soße. Ich selber bin ja nicht so der Fastfood-Fan, ich stehe eigentlich eher so auf Döner und Falafel, aber die Big Mac Soße, die ist schon ziemlich geil. Hinzu kommt, dass die Soße gar nicht so kompliziert ist. Wir brauchen einen Gurkenrelish, ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Ketchup ist dabei, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer, ein bisschen Senf, das war's eigentlich auch schon fast. Essig habe ich vergessen. Und dann könnt ihr den Burger nach Herzenswunsch schön lecker belegen. Den Start machen wir mit der Mayonnaise, gefolgt von dem Gurkenrelish. Danach etwas Essig und dann brauchen wir eine Zwiebel. Die sollte richtig schön fein gewürfelt sein. Anschließend in die Schüssel und danach noch eine Knoblauchzehe. Auch die sollte sehr fein gewürfelt werden. Dann etwas Paprikapulver. Etwas Ketchup, aber nicht zu viel. Dann ein bisschen Senf, in diesem Fall nehme ich Dillsenf. Salz und Pfeffer dazu. Und anschließend alles umrühren. Die Soße wäre damit zubereitet. Anschließend brauche ich natürlich auch etwas Fleisch. Die Soße obendrauf, etwas Salat, Tomate. Und dann ist der Burger auch schon fertig. Der Burger ist also fertig und es kommt, was kommen muss. Der Burger ist mit der Soße so super lecker, dass ich ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr von der Hand nehmen möchte. Den Burger könnt ihr natürlich noch belegen, wie ihr wollt. Zwiebeln können drauf, klassischerweise kommen noch Gurken drauf, ein bisschen Eisbergsalat. Tippt noch vorweg, wenn ihr die Brötchen macht, macht die auf jeden Fall in den Toaster oder in den Backofen, weil dann werden die schön kross. Die Soße läuft nicht in das Brötchen an, das heißt, es wird nicht so schnell matschig. Das ist auf jeden Fall recht hilfreich, weil wer mag schon matschige Burger? Die Zutaten für die leckere Big Mac Soße in der Infobox wie immer. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und macht es auf jeden Fall nach, denn es ist wirklich super, super lecker. Das nächste Video kommt morgen um 16 Uhr, also einschalten nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit und noch einen schönen Sonntag.